Hier muss ich mich nicht um mein Leben fürchten, aber wo bin ich hier eigentlich? Eine Frage, die sich viele Menschen auf der Flucht stellen. Deswegen haben sich bereits einige Initiativen formiert, die schon an das Morgen denken. So auch die Initiative Welcoming Tours AT. Ein paar Wienerinnen und Wiener hatten vor einigen Monaten nämlich die Idee, einen herkömmlichen Stadtrundgang als Instrument der Integration einzusetzen. Sie laden also via Internet Flüchtlinge ein, den Ort, wo sie derzeit leben und welcher möglicherweise zu ihrer neuen Heimat werden könnte, näher kennenzulernen. Dalibor Hissek hat eine Welcoming Tour in Wien mit der Kamera begleitet. Auf dem Stephansplatz im Zentrum von Wien. Daniela trifft nach einem Internetaufruf den syrischen Flüchtling Anas. Welcome Tours ist eine der zahlreichen Privatinitiativen, die sich seit dem Sommer als Reaktion auf den Zustrom von immer mehr Menschen nach Österreich gebildet haben. Hallo. Über Facebook wissen die beiden, wie das vis-à-vis aussieht. So können sie einander auf Anhieb in der Menschenmenge finden. Auch gut. Ich habe etwas vorbereitet für heute, für die heutige Tour. Hast du irgendwelche Wünsche? Kennst du dich in Wien schon aus? Sprichst du Deutsch? Du sprichst schon Deutsch. Bisschen. Und Englisch auch? Ja, sicher. Kannst du eine andere Sprache auch? Ja, ich spreche Arabisch und meine Muttersprache Tscherkessisch. Okay. Ich habe einen Stadtplan vorbereitet, dass wir einfach uns ein bisschen die Stadt anschauen. Und ich würde dann dir gerne ein traditionelles Wiener Kaffeehaus zeigen. Okay. Warst du schon mal in einem traditionellen Wiener Kaffeehaus? Nein. Noch nie. Seit einem Jahr lernt der syrische Student und anerkannte politische Flüchtling Anas Islam autodidaktisch die deutsche Sprache. Seit 2 Monaten ist er in Wien. Jetzt bietet sich eine gute Gelegenheit, auch Konversation zu üben. Anas studierte Englisch und Literatur in Damaskus. Nun hofft er, das Studium in Wien fortsetzen zu können. Aus diesem Grund hat er seine Geschwister, mit denen er gemeinsam aus Syrien flüchtete, in Linz gelassen, wo er die ersten 10 Monate verbracht hat. Ich war an der Universität, aber sie haben mir gesagt, dass ich B2 in Deutsch brauche. Okay. Mhm. So, deshalb heißt es jetzt mal, Deutsch zu lernen. Ja, jetzt muss ich einen Stufungstest machen. Mhm. Und ich glaube, vielleicht kann ich B1 bekommen. Mhm. Und dann kann ich B2 machen. Mhm. Und wenn ich B2 habe, dann kann ich sofort mich an der Universität anmelden. Okay. Bei Welcoming Tours AT geht es also nicht nur um die Höhe des Südturms des Stephansdoms, wie man vielleicht vermuten würde. Es ist jetzt gar nicht das Bild von Wien im Vordergrund, einfach um sie höflich willkommen zu heißen, ihnen etwas zu erzählen, wie die Familien bei uns so aussehen, was wir vielleicht so essen, ihnen ein bisschen Orientierung zu geben. Und schön wäre es halt, wenn man einfach über diesen Spaziergang hinaus den Menschen hilft bei der Anrechnung von ihren Universitätszeugnissen, die sie haben. Ich habe eben mitbekommen, dadurch, dass ich vom Land komme, dass die Leute den Menschen, die hierher flüchten, halt sehr negativ gegenübergestellt sind, aber eigentlich keinen Kontakt haben zu diesen Menschen. Und in den 1970er, 60er Jahren hatte man ja diese Arbeitsmigration, wo die Leute aus Jugoslawien und der Türkei gekommen sind und das verpasst hat, eigentlich in Kontakt zu treten mit diesen Menschen. Daniela Fuchs kam einst aus der Steiermark nach Wien, um, ähnlich wie Anas, an der Universität zu studieren. Über den Graben machen sich die beiden auf den Weg zum Michaelerplatz, der nächsten Station dieses besonderen Stadtrundgangs. Es sind nur ein paar Minuten zu Fuß. Unterwegs erzählt Daniela Anas, wie sie zu Hause in der Steiermark unlängst ein paar syrische Flüchtlinge zum Nationalfeiertag mitgenommen hat. Schade, dass sie kein Gruppenfoto geschossen hat. Die Blasmusik war für alle ein echtes Erlebnis. Am Kohlmarkt erreichen die beiden eine der teuersten Einkaufsstraßen Wiens. Und dann der Blick Richtung Hofburg, wo sich das alte und neue Machtzentrum Österreichs befindet. Da ist die Hofburg und da sitzt der Bundespräsident drinnen. Und jetzt beim Nationalfeiertag war die Hofburg auch offen. Und da konnten die Leute hineingehen und den Bundespräsident besuchen und ihm die Hand schütteln. Und das ist einmal im Jahr zum Nationalfeiertag.
Und das, was du hier siehst, das sind die römischen Ausgrabungen. Und in Wien gibt es zwei Straßen, die so kreisförmig angeordnet sind. Da haben wir einmal den Ring. Und der ist so ringförmig angeordnet durch die Stadt. Und dann gibt es einen äußeren Kreis. Und das ist der Gürtel. Und der Ring, das war früher die Stadtmauer. Fixpunkt einer Welcoming-Tour ist der Besuch eines traditionellen Wiener Kaffeehauses. Das Greensteindl war im 19. Jahrhundert einer der wichtigsten Künstlertreffs in Wien. Es ist aber gleichzeitig, so wie alle anderen Kaffeehäuser auch, eine wichtige soziale Institution für die Wienerinnen und Wiener. Ich habe ihm auch davon erzählt, woher der Kaffee eben kommt in Wien, dass wir zweimal die Türkenbelagerung hatten und dass dann die Türken den Kaffee eben hier gelassen haben. Bei der ersten Tour, die ich gemacht habe, hatte ich damals die Leute eingeladen. Und die Reaktion darauf war die, dass sie gesagt haben, wir möchten nicht, dass sie uns einladen. Warum möchten wir nicht, dass sie uns einladen? Weil wir sind nicht so arm, wie sie glauben, dass wir sind. Wir haben uns dann ein zweites Mal getroffen und haben sie dann gesagt, okay, heute laden wir dich ein. Weil wenn ich einen bestimmten Status in einem Land hatte, das hat auch was mit Würde zu tun. The city is very old and very traditional. And this is really something very beautiful because it makes Vienna very, very, how can I say it, special. Yeah, it makes it really very special. And I noticed that there are also a lot of tourists here. It's somehow the same. If we want, for example, to meet with the friends or with other people, we actually meet in restaurants or in the cafes or sometimes in the bars, yeah. And we have also a lot of traditional streets in Damascus, especially because Damascus is very, very old city, and the people there also meet, and they talk about their problems, their work, their families, everything. Anna spricht dann ein Problem an, das ihn und andere Flüchtlinge beschäftigt. Sie würden gerne so bald wie möglich ihre Existenz selbst finanzieren. Bis jetzt hat man sie aber mit dem Hinweis auf die fehlenden Qualifikationen abgewiesen. So lernt Annas nach und nach Österreich kennen. Das nächste, was er unbedingt machen will, ist die B2-Deutschprüfung.